Werft einen Blick auf diese beiden Türme. Was, wenn ich euch sagen würde, dass diese Türme nicht gleich sind? Jetzt denkt ihr sicher, klar sind die nicht gleich, der eine gehört den Wikingern, der andere den Mayas. Aber das meine ich nicht. Oberflächlich betrachtet sind diese Türme effektiv identisch. Beide haben Platz für 3 Schwertkämpfer und 3 Bogenschützen, beide kosten insgesamt gleich viel, beide haben 250 Gesundheit sowie 5 Rüstung und beide haben den gleichen Baustil. Ein Untergeschoss ähnlich wie ein kleiner Turm und ein Obergeschoss für die zusätzlichen Soldaten. Aber es gibt einen Unterschied. Nehmen wir mal das kleinste Zielobjekt, was die Wikinger zu bieten haben. Sieht gut aus, oder? Aber wenn wir jetzt das gleiche beim Maya versuchen, wird es deutlich. Hinter dem Obergeschoss des Wikingerturms können wir bauen. Aber der Maya-Turm lässt das nicht zu. Hier hilft es zu verstehen, wie Gebäude in Siedler funktionieren. Jedes Gebäude hat einen Hotspot, der als Referenzpunkt dient. Für das Spiel existiert das Gebäude genau an diesem Punkt, was besonders bei der Minenbatterie der Trojaner relevant ist. Und auch die Tür, die Warenstapel, die Bauarbeiter und die Wegpunkte für die Arbeitsanimation sind relativ zu diesem Hotspot ausgerichtet, wobei die Warenstapel nicht immer auch an diesem Ort angezeigt werden, sondern dafür noch einen eigenen Pixel-Offset haben. Aber Gebäude brauchen ja nicht nur ein freies Feld, um gebaut zu werden, sondern je nach Größe und Form mehr oder deutlich mehr. Hier wird mit Postlines gearbeitet, die unterschiedliche Aufgaben haben. Diese Informationen befinden sich zusammen mit so Dingen wie den Baukosten, den Positionen für Bauarbeiter und bei Türmen auch den stationierten Soldaten, sowie weiteren Details in einer Datei, der Building Info XML. Jede Postline ist auf den ersten Blick eine willkürlich wirkende Zahl, die aber in eine 32-stellige Binärzahl umgewandelt werden kann. Jede dieser Zahlenfolgen repräsentiert eine bis zu 32 Felder lange Linie im Spiel. Nullen sind freie Felder, Einsen sind belegte Felder. Im Prinzip wie ASCII-Art. Jedes Gebäude wird durch solche Linien gezeichnet, aber es gibt direkt mehrere Arten solcher Linien mit unterschiedlichen Funktionen. Zum einen haben wir die normalen Building-Postlines, die die komplette Form des Gebäudes angeben. Diese dürfen sich zwischen zwei Gebäuden nicht überschneiden und gehen in der Regel ein Feld über die sichtbare Grafik des Gebäudes hinaus, damit wir die Gebäude nicht so eng platzieren können, dass kein Siedler mehr durchpassen würde. Eine Variante davon sind Water-Postlines, die aber nur bei Häfen und Werften relevant sind. Dann gibt es noch separate Dig-Postlines, die bestimmen, welche Stellen vom Planierern eingeebnet werden müssen, bevor das Gebäude gebaut werden kann. Das heißt auch, dass nicht jedes Feld, das zum Gebäude gehört, auch automatisch planiert wird. Und es gibt Repealing- sowie Block-Postlines. Letztere dürfen von Siedlern nicht betreten werden, erstere können von Siedlern durchquert werden, sie dürfen aber nicht darauf stehen bleiben. Wenn sie das versuchen, wird ihnen befohlen, sich wegzubewegen. Diese beiden Arten verhindern, dass eure Siedler durch Gebäude durchlaufen oder den Arbeitswegen ihrer Bewohner stehen bleiben. Block-Postlines scheinen aktiv zu werden, wenn das Gebäude fertig planiert ist, Repealing-Postlines, sobald das Gebäude besetzt wurde. Alles soweit gut bisher, wenn auch im Spiel selbst eher undurchsichtig. In letzter Zeit habe ich aber einen genaueren Blick darauf geworfen und dank der Arbeit von Rob ist es jetzt nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich, diese Umrisse zu modifizieren. Hauptziel war eigentlich die Tür des Metzgers der Wikinger, da diese berüchtigt dafür ist, dass sie gern mal von irgendwelchen Siedlern blockiert wird und das Gebäude so nicht besetzt werden kann. Das kann bei allen Gebäuden geschehen, die nur ein freies Feld vor ihrer Tür haben, allerdings konnte ich es nur beim Metzger bewusst herbeiführen. Ich denke aber, dass man etwas weiter gehen sollte. Einmal um Parität zwischen den beiden Türmen im Beispiel zu schaffen. Also entweder erlauben beide, dass man hinter dem Obergeschoss baut, oder keiner der beiden. Ersteres macht aus meiner Sicht einfach viel mehr Sinn. Aber es gibt noch mehr Fälle, wo Blue Byte damals einfach nicht sorgfältig gearbeitet hat. Zum Beispiel die Ölpresse der Trojaner. Die blockt völlig random ein Feld rechts von ihr, nicht mal verbunden mit der restlichen Feldermasse, das weder Siedler blockiert noch planiert wird. Andere Gebäude haben einfach komische Ausläufer, die die Platzierung etwas erschweren. So zum Beispiel der kleine Tempel der Römer, der ohne Grund mehrere Felder unterhalb und auch an ein paar anderen Stellen beansprucht. Und hier verschwimmt die Grenze zwischen Bugfix und Schönheitskorrektur. Ich sehe beides nicht als Balancing-Stellschraube, beides hat aber nichtsdestotrotz entsprechende Implikationen. Aber ich halte es grundsätzlich schon für wichtig, dass die Grundrisse schon dem entsprechen, was sichtbar ist. Ein Age of Empires kommuniziert klar, dass ein Haus einen 2x2 Grundriss hat und was ein 2x2 Feld wäre. Siedler tut das nicht, der einzige Indikator, den wir haben, ist eben die Gebäudegrafik. Wenn die nicht verlässlich ist, verletzt das das What You See is What You Get Prinzip, das in den guten Siedlerteilen allgegenwärtig ist. Für den Ultimate Balance Overhaul würde ich daher durchaus nach Extremfällen Ausschau halten und generell bei Gebäuden, die ich mir aus welchem Grund auch immer gerade genauer ansehe, nachbessern. Ein solcher Extremfall wäre das Lager. Nicht aufgrund seiner Größe, aber mehr wegen seiner Planierfläche zwischen den Völkern. Wollt ihr mal raten, welches Volk wie viele Felder planieren muss? Die Mayas haben am wenigsten Arbeit mit 17 Feldern. Die Trojaner folgen mit 23. Auf dem zweiten Platz landen die Römer mit 30.
Und am längsten dauert es bei den Wikingern mit sage und schreibe 42 Feldern, die planiert werden müssen. Also falls ihr euch mal gefragt habt, wieso ihr für das Wikingerlager relativ wenige grüne Baupunkte seht, während sich ein Maya schon anstrengen muss, um gelbe, geschweige denn schlechtere zu finden, ist das der Grund dafür. Ob man das für Settlers United dann als globalen Bugfix übernehmen möchte, müssen andere entscheiden. Wichtig ist aber, dass ich grundsätzlich kein Gebäude künstlich größer oder kleiner machen würde, als die Gebäudegrafik oder andere zur Funktion des Gebäudes gehörende Eigenschaften es vorschreiben. Außerdem muss natürlich der Mindestabstand zwischen den Gebäuden gewahrt bleiben, damit mindestens zwei Siedler aneinander vorbeigehen können. Auch den Maya-Turm habe ich für Ubo von der Höhe her an den der Wikinger angeglichen, damit man diese Türme nicht zu sehr stacken kann. Aber was die kleinen Korrekturen angeht, glaube ich, dass kaum ein Spieler, der nicht gezielt darauf schaut, überhaupt den Unterschied bemerken würde. Einen Edge Case sollten wir aber dabei noch bedenken. Hier haben wir nochmal zwei große Türme der Mayas. Und auch die sind nicht gleich, obwohl sie diesmal sogar dem gleichen Spieler gehören. Der eine ist aber mit dem Editor platziert worden, während der andere von mir gebaut wurde. Der Karteneditor verwendet ebenfalls die Building- und Objektinfodateien, die in eurem Verzeichnis liegen, was genutzt werden kann, um die üblichen Beschränkungen bei ihrer Platzierung zeitweise aufzuheben, um zum Beispiel sehr dichte Wälder zu platzieren, wie man sie auf The Woods sah. Alle Gebäude, die mit dem Editor platziert wurden, verwenden die Postlines, die der Editor zu der Zeit geladen hatte. Wenn wir im Spiel selbst dann aber andere haben, werden sie nur auf Gebäude angewandt, die per Skript oder vom Spieler platziert wurden. Das ist an sich kein Riesenproblem, theoretisch würde eine Nachbesserung der Umrisse sogar eine Verbesserung für Mapper bedeuten. Diese können aber ohnehin schon darauf ausweichen, Gebäude, die nicht regulär an einem Ort platzierbar sind, per Skript zu platzieren, was die üblichen Regeln auch umgeht. Und es würde auch nur neue Karten betreffen. Auf alten Karten können die korrigierten Gebäude aber problemlos mit ihren Gegenstücken koexistieren. In jedem Fall hätten die Änderungen eher subtile Auswirkungen, was die Frage aufwirft, ob man sich die Mühe machen sollte. Ich glaube, dass es durchaus getan werden sollte, aber die Frage, wie weit man gehen sollte, kann ich im Moment nicht beantworten. Keine einzelne Änderung dieser Größenordnung sollte das Balancing des Spiels sprengen, aber in der Summe könnten ihre Auswirkungen schwer vorherzusehen sein. Ich bin aber überzeugt, dass diese bei Bedarf auch ausgleichbar sind, und wenn dafür das Spielgefühl an einigen Stellen spürbar besser ist, bin ich dabei.